Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start. Und wir spielen heute eine weitere Runde Tabs. Und zwar sind wir heute mit einem etwas theoretischeren Video da, tatsächlich. Weil wir ja jetzt durch sind mit den ganzen Challenges, die wir rund um das neue Turnier gemacht haben. Und ich habe mich jetzt mal hingesetzt und habe sämtliche Sachen ausgearbeitet und rausgesucht. Und ja, ich habe die Statistiken durchgewühlt. War sehr viel Arbeit, hoffentlich appreciated ihr das. Lasst gerne auch ein Like und ein Abo, da würde mich mega freuen. Vielleicht schaffen wir ja tatsächlich diesen Monat noch 300 Abonnenten. Hochgesetztes Ziel, ich weiß. So, grundsätzlich, ich habe im Prinzip, damit ihr das nachvollziehen könnt, ich habe die Platzierungen, die die Teams erreicht haben, in einen Durchschnittswert gerechnet. Das heißt, wir haben im Endeffekt ja 4 Challenges gemacht. Dadurch habe ich die Platzierungen, die gemacht haben in diesem Ziel, in diesen 4 Challenges, habe ich eben zusammengerechnet und dann durch 4 geteilt, sodass wir einen Durchschnittswert hatten. Und dadurch sind wir bei 13 Armeen tatsächlich gewesen. Insgesamt, das heißt, die letzte oder die letztplatzierte wird rausfliegen und das ist Rumänien. So haben wir dann jetzt eine gerade Zahl und können dementsprechend halt die Fights auch ablaufen lassen. Und ich stelle euch jetzt einfach kurz vor, welche Einheiten bzw. welche Armeen auf welchem Platz sind. Dafür gehen wir jetzt einfach mal eben kurz hier durch, machen einfach mal alle an. So, dann haben wir die alle auf jeden Fall ausgewählt. Und grundsätzlich auf Platz 12 ist im Endeffekt gelandet mit einem Durchschnittswert von 9, mit einer Durchschnittsplatzierung von 9,25. War die, na, wo haben wir sie? Mongolei. Die Mongolei, ich repräsentiere die jetzt hier einfach mal hier. Die Mongolei ist Platz 12. Die setzen wir also hier ganz hinten hin. Dann haben wir auf Platz 11 Kroatien, ebenfalls mit einer 9,25. Wo haben wir denn Kroatien? Russland, Deutschland, Maschinen, Rumänien. Kroatien, da. Das sind halt die ganzen kleinen Armeen. Das war irgendwie auch uns ja wahrscheinlich schon bewusst, dass die relativ wenig Punkte im Endeffekt haben. Ungarn tatsächlich mit einer 9 auf Platz 10. Setzen wir auch hier hin. Dann haben wir auf Platz 9 Slowenien, ebenfalls mit einer Bewertung von genau 9. Ich habe das dann im Endeffekt so gemacht, dass ich halt die ganzen Slowakia oder Slowenien? Slowakia. Ich habe das im Endeffekt dann so gemacht, dass die Platzierungen dann so sind, wenn die Punkte gleich waren, dass ich das nach dem Alphabet geregelt habe. Dementsprechend kommt es dann halt jetzt dazu, dass Slowenien oder Slowakei eben auf Platz 9 ist. Dann kommt auf Platz, oh, mit einem riesigen Sprung tatsächlich, auf Platz 8 Italien, Japan, Deutschland, British Empire. Ich muss nochmal gucken genau, welche Zeichen die alle haben. Deswegen muss ich da einmal so durchgehen. Zack, da haben wir Italien. Nehmen wir mal einen anderen. Nehmen wir mal den hier. Italien mit einer Bewertung von 6,25. Also da ist ein Riesenunterschied gewesen. Zwischen 9 und 6,25 ist ein riesiger Sprung gewesen. Und jetzt tatsächlich hält es sich halbwegs in der Grenze die ganze Zeit. Jetzt kommt als nächstes Afrika mit einer auch 6,25. Das hier ist Afrika, das weiß ich. Mit denen habe ich nämlich gerade einen kleinen kurzen Test geschnitten. Nach Afrika auf Platz 6 war Amerika. Ziemlich überraschend. Mit einer Durchschnittsbewertung von 6. Fand ich relativ krass. Ich dachte, die würden definitiv weiter oben sein, aber naja, hat sich irgendwie dann doch nicht ergeben. Kroatien. Wo haben wir denn die Amerikaner? Da. US Army. Die Amerikaner sind auf Platz 6. Dann kommt auf Platz 5 Großbritannien mit einer Bewertung von 5,2. Eine Bewertung von 5,2. Wo haben wir denn? Die Briten. Da. Eine Bewertung von 5,2. Dann kommt Platz 4, Russland. Mit einer Bewertung von 5.
Das habe ich auch nicht erwartet. Habe ich auch eher gedacht, dass die deutlich, deutlich, deutlich weiter vorne sind. Nehmen wir mal hier. Nehmen wir den. Dann auf Platz 3. Jetzt sind wir schon in der Top 3. Ist Japan. Japan ist auf Platz Nummer 3. Jetzt sind nur noch zwei Nationen übrig. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer das nächste ist. Japan hat übrigens eine Bewertung von 4,75. Frankreich mit einer Bewertung von 3,75 ist auf Platz Nummer 2. Viva la France, kann man nur da sagen. Viva la France. Und auf Platz 1 tatsächlich mit einer Bewertung von 3,5 Deutschland. Ja, nehmen wir da. Nehmen wir den hier. Die haben sich richtig weit nach oben katapultiert, einfach nur deswegen, weil die in der letzten Challenge, falls ihr es noch nicht gesehen habt, Achtung Spoiler, in der letzten Challenge es geschafft haben, komplett durchzurasieren. Und dementsprechend haben die sich einfach auf Platz 1 katapultiert. Die waren zwischendurch auch gar nicht so irrsinnig gut. Und dann, dadurch, dass die da halt richtig reingehauen haben, ging es echt ab. So, jetzt, das ist im Prinzip der Turn... Das ist im Prinzip die Turnierplatzierung gewesen aufgrund der Challenges. Und somit hat sich dann ein Turnierbaum entschieden. Und zwar im ersten Match kämpft natürlich der Stärkste gegen den Schwächsten, weil irgendwo mit muss das ja auch gerechtfertigt sein, dass die Platz 1 sind und nicht Platz 12. Also, Deutschland kämpft gegen Mongolei. Dann im nächsten Match spielt Amerika gegen Afrika. Dann kommt Japan gegen Ungarn. Dann kommt Russland gegen Slowenien. Dann kommt Italien gegen Großbritannien. Und dann kommt Frankreich gegen Kroatien. Die Findigen unter euch haben natürlich gemerkt, bei 12 ist es im Endeffekt so, dass man 3 Halbfinals schon hat und danach kommt schon das Finale, wo aber 3 Armeen dann stehen. Das ist in dem Fall dann aber so, dass ich gedacht habe, wir regeln das im Prinzip durch das Matchup, dass jeder einmal gegeneinander kämpft dann nochmal und dann gucken wir, wie es dann ausgeht und errechnen dann den Sieger. Das heißt, im letzten Video werdet ihr auf jeden Fall sehen, wer der Sieger von allen ist. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Armeen an. Von Mongolei an bis nach oben zu Deutschland. Die sind jetzt aktuell einfach Platz 1 noch, aber das wird sich sicherlich auch noch ändern. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und zwar habe ich mir ausgedacht, ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt vorhabe bei den anderen Fights. Und zwar werden das immer 4 Matches sein. Zweimal, jedes Team muss zweimal defenden und zweimal angreifen. Das fand ich eigentlich so als Regel am besten. Und wenn dann immer noch unentschieden wäre, dann würden wir das so machen, dass wir noch ein weiteres 5. Match zur Entscheidung machen. Da müsste ich dann aber auslosen, wer von beiden defenden oder angreifen darf. So, Nummer 1 ist die Map. Lalalala. Lasst mich gucken. Das war... Ah, da. Da war sie. Defend the Castle. Das hier wird auf jeden Fall die erste Map sein. Hier haben die Defender etwas Nachteil, weil eben die Angreifer von 3 Seiten kommen können. Und hier eben auch 3 Eingänge sind. Klar können die Defender sich nach oben bewegen, aber die meiste Zeit wird es wahrscheinlich so sein, dass die im Kreis bleiben werden und dementsprechend wird es ein bisschen schwieriger für die Defender. Und dann gibt es, da werden halt dementsprechend 2 Matches gemacht und dann nehmen wir noch diese Map. Hier werden die Defender definitiv einen Vorteil haben, weil wir werden hier und hier auch welche hin platzieren und dann müssen die Attacker halt über die kleinen, dünnen Stege kommen, um dann dementsprechend halt in die Festung sich vorarbeiten zu können. Das ist der Plan für die nächsten Matches. War jetzt ein sehr theoretisches Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich finde es nämlich wichtig, dass wir da auf jeden Fall offen drüber kommunizieren. Und ihr könnt natürlich vielleicht auch noch ein paar Tipps oder Ideen in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht ganz genau, wie sehr ich da drauf eingehen kann, weil, wie ihr wisst, bin ich ja aktuell im Urlaub und ich werde versuchen, schon mal ein paar von den Matches zumindest vorzuarbeiten. Dementsprechend seid nicht böse, falls ich nicht direkt darauf reagiere, aber ich werde mein Bestes tun. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst und das Turnier auch definitiv mitkriegt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.